Psychoanalyse ist, wenn einer oder eine auf der Couch liegt und einer dahinter sitzt, der was davon versteht. Also ein Psychoanalytiker. Beliebt ist ja die Frage, wozu immer in der Kindheit rumkramen. Es ist doch eh lange vorbei, die Kindheit. Und heute sind wir groß und vernünftig. Und meistens sagen die Leute auch, sie hätten eine gute Kindheit gehabt. Der Psychoanalytiker sieht das naturgemäß etwas anders, das mit der Kindheit. Kindheit ist nicht nur gut oder schlecht, sondern in jedem Falle harte Arbeit. Man ist immer irgendwie zu klein oder zu doof oder darf etwas nicht und ist immer davon abhängig, wie die Eltern so drauf sind. Aber wenn wir uns nur an das Gute erinnern, bleibt uns einiges an Traurigkeit oder an Wut erspart. Wobei man die Eltern ja trotzdem scheiße finden kann. Stellen wir uns mal vor, eine Analysandin möchte zunehmend besonders nah bei ihrem Analytiker sein. Oder genau anders, ein anderer Analysant möchte besonders viel Distanz. Da weiß man erstmal gar nicht, warum die das so fühlen. Dazu mal eine Modellgeschichte. Es gibt zwei Babys, in zärtlichen Momenten von den Eltern Hasi genannt. Die sind beide unruhig und weinen. Aber die Eltern wollen was anderes machen. Sagen wir mal, jeden Abend Fernsehen. Und die Eltern schieben die Kinder in ein stilles Zimmer ab, damit endlich mal Ruhe ist. Das ist zwar nicht besonders nett, kommt aber vor. Was nu? Denkt das eine Kind vielleicht. Ich bin hier allein, keiner will was mit mir zu tun haben, ich werde verhungern oder verdursten oder an Liebesentzug sterben. Das ist nicht nur nicht schön, sondern das macht Angst. Und zwar richtig doll. Aber das Kind findet eine Lösung und sagt, das passiert mir nie wieder. Ich bleibe jetzt immer so nah bei meinen Liebsten, dass da kein Blatt zwischenpasst. Mein ganzes Leben lang. Da werden dann später die Leute draus, die alles teilen, sich bei jeder Trennung wieder verabreden und immer wissen wollen, was der andere macht. Das sind dann die, die alles zusammen machen, sogar Hand in Hand auf Klo gehen. Sicher ist sicher. Und später, in der Analyse, sucht dieser Mensch dann eher enge Verbindung. Das andere Kind sagt auch, das passiert mir nie wieder. Aber es zieht andere Schlüsse. Zum Beispiel, ich lasse nie wieder jemanden so nah ran, dass es mich schmerzen könnte, wenn er mich enttäuscht. Erwarte nichts, dann fehlte nichts. Wer sich so rettet, wird sich nur auf sich selbst verlassen. Er wird später einer, der seine Freunde überall auf der Welt hat und sie nur ganz selten sieht, aber wenn sie sich mal treffen, dann ist es so, als wären sie nie getrennt gewesen. Nur wenn ihm jemand zu nahe kommt, dann wird es schnell zu eng. Verbindung blüht auf in der Distanz und wird durch Nähe bedroht. Und später, in der Analyse, sucht dieser Mensch dann eher Distanz zu halten. Und die Analyse? Beide haben dasselbe innere Problem. Und die individuellen Lösungen prägen die Art und Weise, wie sie jeweils später die Welt erleben. Die Analyse kann das, was passiert ist, natürlich auch nicht ändern. Aber man kann betrauern, was war, und kann prüfen, ob die alten Lösungen heute noch richtig sind. Wenn also ein Analysant besonders nah bei dem Analytiker sein will oder ein anderer Analysant besonders weit weg, kann sich auch herausstellen, dass die Gründe dafür heute keine existenzielle Katastrophe mehr sind. Es könnte also sein, dass das grundlegende Misstrauen, man könnte abgeschoben werden, zwar weiter besteht, aber der herangewachsene Mensch realisiert, dass er heute nicht mehr so abhängig ist wie früher und nicht mehr gezwungen ist, sich vor so etwas zu schützen. Man hat Freunde und Freundinnen, Geschwister, Kinder vielleicht, Kollegen, Aufgaben und Ziele, kann Kontakte machen, sich zu jemandem setzen, jemand anderem seine Liebe schenken und so weiter. Heißt, man muss nicht unbedingt die alten Erfahrungen mit den neuen Kontakten verbinden. Wenn das gelingt, gibt es weniger Angst,
in den neuen Beziehungen. Das war es erstmal zu diesem Thema. Und wie das so weitergeht, erzählen wir im nächsten Film.